Guten Morgen. Wir sind heute früh aufgebrochen von Martinique nach zwei wunderschönen, sehr erholsamen Wochen in diesem sehr europäischen Inselstaat und sind jetzt unterwegs nach Dominica. Heute Morgen um 5 Uhr ging es los, damit wir wieder sicherstellen, dass wir im Hellen ankommen können. 50 Meilen Strecke haben wir vor uns. Die Hälfte haben wir auch schon fast geschafft. Wie ihr seht, Martinique verblasst schon am Horizont und Dominica liegt jetzt auch schon vor uns. Ruhiges Wetterchen heute. Unser Großsegel können wir zurzeit nicht benutzen, aber auch mit Genua machen wir noch 5 Knoten Fahrt und sollten eigentlich ohne Probleme heute im Hellen noch ankommen. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind nach 10 Stunden Überfahrt von Fort-de-France auf Martinique hier in Dominica angekommen. Hinter mir seht ihr die Insel. War ein bisschen wilder zwischendrin, aber jetzt haben wir es schon in den Wellen und Windschatten von Dominica geschafft. Das heißt, die nächsten 2 Wochen werden wieder sehr entspannt, während wir hier die Westküste hochsegeln. Sieht auf den ersten Blick sehr wild aus. Richtig viele schöne grün bewachsene und sehr hohe Berge in Wolkenverhang. Also auch sehr regnerisch. Es regnet irgendwie. Hat schon irgendwie 5-mal geregnet, seit wir hier angekommen sind. Ist auch kaum besiedelt, also eine der am dünnsten besiedelten Inseln in der Karibik und wahrscheinlich die am dünnsten besiedelte, auf der wir bisher hier waren. Und wir freuen uns sehr drauf, hier jetzt in den nächsten Tagen ein paar schöne Wanderungen zu unternehmen. Morgen geht es aber erstmal nach Roseau in die Hauptstadt, wo wir dann eindeklarieren werden und uns dort erstmal orientieren. Was machen wir hier gerade? Wir versuchen seit 3 Tagen einzureisen auf Dominica. Zuerst sind wir in die Hauptstadt gefahren, nach Roseau, wo das Customs Office aber leider geschlossen ist wegen Corona. Jetzt sind wir ganz einmal an Dominica vorbei bis in den Norden nach Portsmouth. Hier mussten wir, als wir angekommen sind, gestern dann 2-mal umankern, um erstmal in die Quarantänezone zu kommen, wo alle Schiffe liegen, die noch nicht geclearet sind. Leider ist gerade Fasching, das heißt, es ist auch ein Public Holiday, also ging gestern nichts mehr. Heute haben wir es jetzt endlich nach ein bisschen längeren Versuchen geschafft, ein Customs Office zu finden, aber jetzt warten wir gerade auf einen Agent, weil heute auch wieder Public Holiday ist, den wir brauchen, der dann irgendwie Beziehungen hat zu Customs und Immigration, um uns hier einzudeklarieren. Also mal schauen, wann wir unseren Passierschein A38B kriegen und endlich die Insel betreten können. Wir sind 4 Freunde, die mit ihrem Segelboot Amadi gemeinsam die Welt bereisen. Jede Woche nehmen wir euch mit unseren Videos mit auf eins unserer Abenteuer.
Nachdem am Vormittag alle Einreiseformalitäten geklärt waren, haben wir für den Nachmittag eine Flusstour gebucht, bei der wir mit einem Ruderboot den Indian River hochgefahren sind, circa 1,5 Meilen lang. Dabei hat unser Guide uns viel über die reichhaltige Über- und Unterwasserwelt entlang des Flusses erzählt. Wir haben viel gelernt und sind auch an einem Drehort von Fluch der Karibik 3 vorbeigekommen. Let me see the vine that's hanging down. Mm-hmm. It's called the Lillian Cod. Or better known as the Tarzan Rope. Or this in the movie Tarzan Swimmer. That's better than that for the movies. So after the movie, they decide to leave it there. That's what we do with attraction. So when they get stuck, wir befinden uns hier im Fort Shirley an der Nordwestspitze von Dominica im Capritis Nationalpark. Das ist ein wahnsinnig gut erhaltenes 250 Jahre altes britisches Fort, das natürlich in der Zeit der britisch-französischen Kriege auch ein paar Mal die Seiten gewechselt hat, allerdings nie eingenommen wurde. Es wurde in den letzten Jahren mit EU-Geldern sehr aufwendig restauriert und wir werden jetzt hier wahrscheinlich einen halben Tag damit verbringen, durch diesen Nationalpark und diese gigantische Festungsanlage zu laufen. Und diese schön erhaltenen Gemäuer anzuschauen, ein bisschen was über die koloniale Vergangenheit und die Festungstechnologie aus der damaligen Zeit zu lernen. Dass wir heute mal etwas für uns etwas Ungewöhnliches machen. Wir haben uns einen Guide gemietet
für den Tag mit seinem Auto und werden jetzt mal mit dem zusammen die Insel erkunden, um auch mal ein paar von den etwas abgelegeneren, nicht so bekannten Spots kennenzulernen. Wir haben heute ein paar echt schöne Strände auf dem Programm, werden eine Schokoladenfabrik besuchen. Wir werden einen Ausflug machen in das einzige indigene Reservat in der Karibik und noch eine heiße Quelle und ein paar Wasserfälle besichtigen. Es verspricht also ein spannender Tag zu werden. Dominica ist die regenreichste Insel der Karibik und das macht sich durchaus bemerkbar in den ungefähr 20 Wasserfällen, die es auf der Insel gibt und über 300 Flüssen. Und einer davon liegt jetzt hinter mir, den Tom aus der Texas.
Wir klimmen jetzt heute den Mount Chablotin, oder Chablotin, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nachdem wir auf St. Vincent und Martinique jeweils schon auf den hohen Vulkanen oben waren, gehen wir jetzt hier auch auf den höchsten Berg von Dominica. Und ja, wir sind jetzt schon komplett durchnässt, zumindest Jan und ich. Wir waren die einzigen ohne Regenjacke. Schlecht vorbereitet, muss man sagen. Und es ist auch extrem matschig hier der Weg, extrem rutschig. Naja, mal schauen. 800 Höhenmeter müssen wir hoch. Teils sind wir schon, die ersten 500 Meter sind wir schon mit dem Bus gefahren. Also jetzt kommen noch 800 Meter und dann auch wieder runter. Fast geschafft, fast oben. Wir schlagen uns jetzt auch schon seit einer halben Stunde nur noch über so Wurzelwerk hier. Und ja, es ist echt wahnsinnig schön. Der Weg ist mega beeindruckend, richtig märchenhaft hier, wie der Wald hier in den Wolken drin hängt die ganze Zeit und alles ist nass, überall tropft, überall ist Moos bewachsen und so. Sieht echt magisch aus. Ja, jetzt liegen noch ein paar Meter vor uns und dann sind wir oben, wobei die Aussicht wahrscheinlich nicht so schön sein wird, weil wir um uns herum eigentlich nur Wolken haben die ganze Zeit. Wir haben es jetzt nach 3 Stunden Wanderung auf den Berggipfel geschafft. Hier oben geht ein asozialer Wind. Wir sind mitten in der Wolke, man sieht natürlich rein gar nichts. Das letzte Stück Weg war auch nochmal richtig anstrengend und mühselig. Und naja, ich glaube, die Wanderung heute ist unter dem Motto, der Weg ist das Ziel, zu verbuchen. Wir genießen jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter. Und dann machen wir uns wieder auf den Abstieg. So Jan, und, wie sieht's aus? Ja, das war ganz schöner Hike heute und eine verdammte Rutschpartie den Weg wieder runter. Richtig schlammige Angelegenheit, aber wir haben es jetzt noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit geschafft. Unser Fahrer ist auch schon da. Jetzt geht's zurück und wir freuen uns alle auf eine kühle Coke oder Bier oder beides, um den Tag zu beschließen. Aber war ein geiler Weg, hat sich gelohnt. Morgen machen wir was anderes. Also Pace, das Konglomerat, das sich hier auf Dominica
um die ganzen touristischen Angelegenheiten, also Einreise und die Touren und so weiter kümmern. Veranstaltet auch jeden Sonntag ein Barbecue mit Rumrutsche am Strand. Und das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen und machen das auch heute Abend mit. Wanderung gestern sind wir heute am Batyr Beach, dem angeblich schönsten Strand von Dominica. Ich kann das sagen, bisher wurden wir nicht enttäuscht. Also es ist wie überall hier auf Dominica, schon wenig andere Touristen. Wunderschön unberührte Natur und ihr seht selber, es ist ein absolutes Strandparadies hier. Wir chillen jetzt den ganzen Tag in Hängematten, öffnen ein paar Kokosnüsse als Mittagessen und lassen die Füße baumeln. Wir haben jetzt gerade Portsmouth verlassen und fahren jetzt noch mal ein Stück weiter in den Süden von Dominica, nämlich zur Hauptstadt Roseau, werden dort noch mal ankern und uns noch ein bisschen im Süden der Insel umschauen. Hier vor uns, mit uns, fährt gerade Alex, unser Schweizer Freund, der seit ein paar Tagen eigentlich so ziemlich alles mit uns zusammen macht. Der wird auch da unten ankern und dann machen wir von dort aus noch mal ein paar Tagesausflüge und ein paar Wanderungen. Begeistert, ne? Ja. Von dem See hier. Jetzt gibt es hier keine Vögel, ne? Thema. Herrlich. Thank you.
So, wir waren jetzt heute noch mal wandern, schon wieder. Das machen wir sehr häufig auf Dominica, aber man muss auch sagen, Dominica hat einfach unheimlich viel zu bieten. Dadurch, dass es hier so viel regnet, ist ja die regenreichste Insel der Karibik, dadurch gibt es hier so viele Wasserfälle, Seen, Flüsse. Wir waren jetzt auch gerade noch an einer heißen Quelle direkt neben dem Wasserfall. Und dazwischen überall tropischer Wald und Berghänge. Das ist einfach mega, mega schön hier. Und ja, heute sind wir gestartet, sind mit dem Bus hochgefahren in die Berge, waren dort am Freshwatersee, sind dort einmal rundgelaufen und dann hier runter an die Trafalgar Falls. Und die waren echt wieder sehr, sehr beeindruckend. Das ist, glaube ich, ein 40 und ein 30 Meter hoher Wasserfall. Sehr beeindruckend. Und an dem 40 Meter hohen Wasserfall, da ist direkt nebendran noch eine heiße Quelle. Und das haben wir jetzt sehr genossen. Wir waren dort, glaube ich, jetzt fast 2 Stunden abwechselnd im heißen und im kalten Wasser baden. Das war echt sehr, sehr schön. Die nächsten Tage werden wir uns noch ein paar andere Wasserfälle anschauen. Es gibt noch einen Unterwasservulkan im Süden und noch ein paar andere Attraktionen. Wir haben also noch genug zu tun. Wir werden noch ein paar Wanderungen hier unternehmen, bevor wir dann weiterfahren nach Guadeloupe, wo wir dann hoffentlich mal nochmal ein paar entspannte Strandtage machen können. Tillmann, wo sind wir hier? Wir sind jetzt heute an den heißen Quellen, doch leider sind die durch einen Erdrutsch zerstört worden, sodass wir jetzt gerade nur den Fluss zur Quelle folgen. Doch mittlerweile ist das Wasser so heiß, dass man da nicht mal mit den Füßen rein kann und überall aus dem Boden kommt heißer Wasserdampf rein, wo man sich ständig die Hände verbrennt, wenn man den Boden anfasst. Brauchst du dir eine Kopfstelle? Genau. Diese steilen, palmbewachsenen Berghänge hier und die Nebelwolken, die da immer durchziehen, verleihen dem ganzen Tal hier so ein richtig mystisches Aussehen. Und es wird immer wilder, je weiter wir ins Herzen von Dominica vordringen. Jetzt 3 Stunden durch diese bekannte, wunderschöne grüne Dschungellandschaft gelaufen, und je weiter wir jetzt in das Innere von der Insel vorgedrungen sind, desto unwirtlicher und karger wurde aber die Landschaft. Und jetzt am Ende sind wir wieder in den Vulkankrater abgestiegen, der jetzt natürlich auch schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv ist und entsprechend auch schon grün überwachsen, aber je tiefer wir reingekommen sind, trotzdem desto unwirtlicher wurde es, desto stärker wurde der Gestank nach Schwefel und Eisen, und wir sind jetzt echt im Herz der Insel angekommen, am Boiling Lake. Und ihr seht das hinter mir, wenn sich die Schwefelschwaden und Wolkenschwaden so ein bisschen lichten, manchmal, dass das Wasser hier richtig kocht, und wir ziehen auch die ganze Zeit heiße Dämpfe durchs Gesicht und vor die Linse. Und es hat eine ziemlich abartige Temperatur hier, und ich möchte wirklich nicht reinfallen in dieses Wasser. Wir laufen jetzt noch ein bisschen um den Rand hier herum.
So, das waren jetzt unsere 6 Stunden Wanderung zum Boiling Lake auf Dominikas vermeintlich schönsten Wanderweg. Ich muss sagen, hat wirklich super viel Spaß gemacht. Hat sehr viel geregnet auf dem Rückweg. Aber war wieder mal ein wirklich krasser und interessanter, einmaliger Ort. Ein gut ausgebauter Weg dahin. Wir sind nicht komplett abgesoffen, also zumindest nicht im Schlamm. Und ja, was meinst du dazu, Saskia? Wie hat es dir gefallen? War mega, nur etwas nass. Ja, das beschreibt es ganz gut. Weiter geht's. Wir verlassen jetzt Dominica. Das war's mit unseren 2 Wochen auf dem Nature Island, wie es die Einwohner nennen. Und kurzes Fazit wie immer. Bisher war es die Insel, die uns am besten gefallen hat hier in der Karibik. Gerade für Wanderbegeisterte hat Dominica wahnsinnig viel zu bieten. Es gibt den längsten Langstreckenwanderweg in der Karibik, von dem wir auch einige Etappen gelaufen sind. Viele Wasserfälle, die wunderschön gelegen sind, ein paar UNESCO-Weltnaturerbe. Auf der Ostseite der Insel hat es wunderschöne Strände, wo auch wieder 5 der Karibik-Szenen gedreht wurden. Das sagt ja schon einiges dazu. Also ja, für Wanderbegeisterte und Backpacker wie wir und Abenteuerlustige, so wie unsere Crew drauf ist, waren 2 richtig coole Wochen. Die Leute sind auch super nett. Es ist für die karibische Verhältnisse verhältnismäßig günstig. Und ja, man muss sich nur darauf einstellen, wenn man mit dem Segelboot unterwegs ist, auf der Westseite kann man nicht so gut ankern. Da gibt es nicht viele schöne Ankerbuchten außer Portsmouth und es ist ziemlich verregnet. Was uns dann auch vor Rosor nach ein paar Tagen ein bisschen die Laune verdorben hat, noch länger dort zu bleiben, vor der Hauptstadt. Unseren Geschmack hat es genau getroffen und wir geben jetzt Vollgas zur nächsten Insel nach Guadeloupe. Letzte Woche ist unser Video leider wegen zu schlechter Internetverbindung ausgefallen, dafür gab es diese Woche quasi eine Doppelfolge. Wenn euch dieses Video gefallen hat und auch unsere sonstigen Videos und ihr auch Spaß an unserer Website und dem Content dort habt, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr unsere Dokumentationsarbeit mit einer kleinen Spende unterstützen möchtet. Das hilft uns dabei, noch mehr und noch besseren Content für euch zu erarbeiten und den auch regelmäßig hochzuladen und euch mitzunehmen auf unsere Reise. Ihr könnt das machen über Patreon oder über PayPal. Zu beiden findet ihr Links in der Beschreibung von diesem Video und in der Beschreibung von unserem YouTube-Kanal. Und denkt mal drüber nach, ob ihr einfach 2, 3 oder auch 5 Euro im Monat dalassen möchtet, um uns ein bisschen für unsere Arbeit zu honorieren und euch noch mehr schöne Erlebnisse aus der Karibik zeigen zu können. Vielen Dank.